Kurznachrichten. Rund 44,7% der Deutschen haben sich für eine Mund-Nase-Bedeckung auch nach dem Ende der Corona-Pandemie ausgesprochen, um sich vor Infektionskrankheiten zu schützen. Das gab eine aktuelle Studie herbei des Meinungsforschungsinstituts CIVEY im Auftrag der Augsburger Allgemeinen. Da möchte ich doch an Woody Allen erinnern. Um zu kontrollieren, ob die Unterhosen sauber sind, sind sie oberhalb zu tragen. Woody Allen aus Bananas, seine Parodie über Diktaturen. Wir haben den 3. Juni 2021, ein Donnerstag. Die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland ist weiter gesunken auf 34,1. SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach erwartet, dass sie sich bei 35 einpendeln wird. Auch warnte er vor einer neuen Infektionswelle zum Ende des Sommers. Die Kölner Kriminalpolizei hat ein spezielles Team gebildet, die Ermittlungsgruppe Stempel. Sie macht Jagd auf Impfpassfälscher. Die ARD berichtet, seit Jahren steigt die Zahl der psychischen Erkrankungen bei Kindern. Die Corona-Krise hat diese Entwicklung nochmal deutlich verschärft. Das Robert-Koch-Institut schreibt, die Variante Alpha bleibt vorherrschend. In Spanien dürfen Nachtclubs bei geringer Infektionsrate öffnen. Fluggesellschaften wollen Reisen für Ungeimpfte. Die Präsidentin des Nationalen Olympischen Komitees für Tokio 2020 schließt eine erneute Verschiebung der Spiele aus. Chiles Kliniken melden, sie seien am Limit. Und das Robert-Koch-Institut meldet 4.640 Neuinfektionen. Laut einer neuen Studie sehen israelische Wissenschaftler einen möglichen Zusammenhang zwischen der Impfung mit dem BioNTech-Pfizer-Impfstoff und Fällen von Herzmuskelentzündungen. Die Pandemienotlage nationaler Tragweite, die als rechtliche Grundlage für Corona-Regelungen, etwa zu Impfungen und Testkosten dient, soll in Deutschland offiziell verlängert werden, erfuhr die Deutsche Presseagentur aus Koalitionskreisen. Auch gibt es eine neue Forsa-Umfrage. Diese wurde angeregt vom Ostausschuss der deutschen Wirtschaft mit Unterstützung von Wintershall Dia. 60% der Deutschen würden Sputnik V nutzen, den russischen Impfstoff. Bleiben wir russisch. In Rostock ist gestern der 4. Russlandtag von Ministerpräsidentin Schwesig eröffnet worden. Gleichzeitig startete in St. Petersburg das internationale Wirtschaftsforum. Schwesig bot eine Spitze gegen Grünen-Chef Habeck. Originalton: In einer guten Partnerschaft geht es darum, möglichst die Konfliktthemen zu lösen, aber auch auf die Gemeinsamkeiten zu setzen. Da bleibt sich Mecklenburg-Vorpommern treu. Auch wiederholte Schwesig ihre klare Position zur umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2. Originalton: Ein Projekt, das uns miteinander verbindet, ist die Ostsee-Pipeline. Unsere Position als Landesregierung ist in dieser Frage klar. Wir halten den Bau nach wie vor für richtig. Ihre Fertigstellung liegt auch im deutschen Interesse und im Interesse vieler weiterer europäischer Länder. Sie meint, es ist besser, günstiger und auch umwelt- und klimafreundlich, russisches Erdgas direkt über die Gasleitung zu sichern, als besonders schädlich, abgebautes Flüssiggas über die Weltmeere zu transportieren. Russischen Medienberichten zufolge steht Nord Stream 2 kurz vor der Testphase. Frauen in Tschechien sollen Nachnamen auch ohne weibliche Endungen wählen können. Da lohnt sich das Schauen alter tschechischer Fernsehserien. Gotova, Mariaschkova, Landi Kastrova. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich gegen die Äußerungen des Ostbeauftragten Marco Wanderwitz gestellt, nach denen nur ein geringer Teil der AfD-Wähler potenziell rückholbar sei. Laut Umfragen könnte die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. Juni der AfD mehr Stimmen bringen als bisher erwartet. Vor diesem Hintergrund kritisiert Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Hasselhoff, CDU, die politische Konkurrenz aktuell für mangelnde Unterstützung im Kampf gegen die Rechten. Mit Rechten meinte die AfD. Überhaupt nicht die Bundeswehr, die 3 Helikopter nach Westafrika verlegt. Wahrscheinlich in die alten Kolonien. Rostocks Oberbürgermeister Matzen hat Widerspruch gegen die Entscheidung der Bürgerschaft eingelegt, kein Konzert des umstrittenen Sängers Xavier Naidoo im August in der Rostocker Stadthalle zuzulassen. Öffentliche Einrichtungen wie die Stadthalle seien zur Wahrung des Gleichheitsgrundsatzes verpflichtet. Dann meinen wir mal Schlager für alle. In Hamburg fährt ein Mann in den Außenbereich eines Restaurants. Erstmals nach 12 Jahren entsteht in Israel eine Regierung ohne Ministerpräsident Netanyahu. Der bisherige Oppositionsführer Yair Lapid hat ein Bündnis von insgesamt 8 Parteien geschmiedet. Dänemark verfolgt eine harte Zuwanderungspolitik. Heute will das Parlament ein Gesetz verabschieden, das auf eine weitere Verschärfung zielt. Neue Flüchtlinge sollen nicht mehr ins Land kommen. Zuletzt setzte das Land die Duldung von syrischen Flüchtlingen teilweise aus. Die Iran-Atomverhandlungen wurden auf die kommende Woche vertagt. Nicaraguas Oppositionsführerin befindet sich im Hausarrest. Die US-Armee hat im Jahr 2020 nach eigenen Angaben 23 Zivilisten in ausländischen Kriegsgebieten unbeabsichtigt getötet. Nichtregierungsorganisationen sprechen allerdings von viel höheren Zahlen. Estland verbietet Pelztierfarmen. Werden dann auch die Pet Shop Boys im Radio verboten?
Der Einsatz von Pestiziden im deutschen Wald ist laut Recherchen der ARD massiv gestiegen. Sonnig und trocken ist es heute von der Ostsee bis zum östlichen Alpenrand. Sonst teilweise schwül. Im Tagesverlauf entwickeln sich Schauer und Gewitter. So wird das Programm für die nächsten Tage. Ausnahme der Nordosten. Machbar. Alternative Music.